Ja, es war was schiefgelaufen und zwar war Folgendes passiert, dass im rechten Kanal nicht der rechte Kanal von meiner Soundkarte dargestellt wurde, sondern der linke Kanal einfach repliziert wurde. Also es sah so aus, wie als ob hier dieser Eingang des Spektrumanalysators auch auf L1 gelegt worden wäre. Das ist so tatsächlich geschehen. Ich habe dann einfach das Programm beendet und nochmal neu gestartet und siehe da, nun sieht der rechte Kanal auch ganz anders aus als der linke. Also so kleine Ungereimtheiten kommen halt doch mal vor. Muss man akzeptieren. Es ist wirklich ein sehr mächtiges Programm und eben halt von semi-professionellen Leuten geschrieben worden. Ich möchte noch etwas sagen dazu, dem Rauschen, dem Digitalisierungsrauschen. Ich speichere im Moment mal dieses bisher erreichte Setting mal vorübergehend ab. Nennen das mal New. Und gehen und machen nochmal in Factory Setting und will das nochmal ein bisschen mit den mit dem Digitalisierungsrauschen erläutern, was da eigentlich wirklich genauer abgeht. Ich werde mal hier nur ein bisschen an der Palette drehen. So, wir haben im Moment hier 16-Bit eingestellt und das sehen, dass wir hier ein Rauschen haben. Ja, das ist jetzt eigentlich durch das ganze Band durchstreckt. Hier fehlt es komischerweise. Hier ist wieder was da. Dann haben wir ja gesagt, wir können also uns die 24-Bit durchaus mal einstellen und sehen dann, dass das Rauschen stark reduziert ist. Ja, was wir jetzt nicht mehr sehen, sind diese Linien. Es hängt aber einfach damit zusammen, dass sozusagen unser unterer Offset nach unten gewandert ist, während die Spitze selber geblieben ist. Das kann man einfach dadurch verifizieren, indem wir einfach mal an der Color Palette ein bisschen drehen und dann sehen wir, dass die Linien sehr wohl da sind, nur einfach in ihrer Intensität verloren haben, weil das darunterliegende Rauschen jetzt eliminiert wurde. Das nur nochmal zur Erklärung. Wir holen uns jetzt mal das alte Setting zurück. Import. Sagen hier, das war irgendwie New, hieß das. Da ist es. Einen Moment. So, das sehen wir eigentlich auch schon, dass hier irgendwas vergessen wurde abzuspeichern. Starte es noch mal neu. Irgendwie hat er jetzt hat er es. Er braucht halt einfach eine Weile, bis er sein Decimate-Schieberegister aktualisiert hat und das dauert eine gewisse Weise. Um jetzt unterschiedliche Soundkarten einzustellen, gehen wir mal wieder auf Options Audio Settings und sehen hier unten Shown Settings for Analyzer 1, Channel 1 Left. Also diese ganzen Einstellungen, die hier drin stehen, sind jetzt hier für diesen Kanal zutreffend. Wenn ich jetzt hier ein anderes Setting auf dem Kanal haben will, dann muss ich
hier unten draufklicken. Dann fragt er mich, apply the settings for the left channel before switching to the new channel. Da dürfen wir nie yes sagen, weil dann wird er immer den anderen Kanal wiederholen. Also er vertauscht dann die Kanäle in den Settings. Das ist wohl auch ein Softwarefehler. Wir müssen hier auf jeden Fall No sagen. Das können wir uns auch leisten, weil wir hier vorher keine Änderungen gemacht haben. Wenn wir sie gemacht hätten, sollten wir immer erst Apply machen, bevor wir den Kanal wechseln, damit wir hier an der Stelle No sagen können. So, jetzt haben wir hier Settings für den Analyzer 1, Kanal 2. Und wir könnten jetzt hier zum Beispiel für das Audio-Input-Device ein ganz anderes wählen. Beispielsweise meine interne Soundcard. Das können wir mal machen, was da passiert. Sagen wir Apply. Die interne Soundkarte, über die spreche ich jetzt gerade mit dem Mikrofon. Und ich kratze da mal dran. Ja, da sieht man gleich noch einen interessanten Effekt, dass nämlich offenbar auch der linke Kanal gewechselt hat. So, jetzt gehen wir mal auf den linken Kanal wieder. Also ich mache hier erstmal für den rechten Kanal Soundmax HD Audio, mache ich mal sicherheitshalber ein Apply und jetzt klicke ich hier wieder drauf und gehe auf den anderen Kanal, sage hier wieder No und siehe da, hier steht jetzt auch Soundmax HD Audio. Das Spiel versuchen wir jetzt hier nochmal zurück korrigieren und sagen, jetzt für den Kanal USB Multichannel Audio. Hallo, 1, 2, 3, 4 und das geht beides alles nicht. Das heißt, jetzt hat er auch wieder den rechten Kanal geändert. Jetzt gibt es irgendwo eine Einstellung. Ich meine hier. Configure Audio. Nee, da ist es nicht. Close. Wo wir sagen können, dass wir individuell Range, Contrast, Brightness per Channel einstellen können. Das machen wir mal, damit wir auf jeden Fall unsere Kanäle trennen können. Jetzt schauen wir mal, ob wir damit die Kanäle auch physikalisch trennen können. Wir sind im Moment auf dem Analyzer 1 Channel Left, da haben wir den Multichannel Audio und versuchen jetzt nochmal rüber zu gehen und hier den anderen. Andere Soundkarte zu wählen. Und siehe da, es gelingt mir nicht. Ja, das heißt, ich muss jetzt erstmal noch ein bisschen dran drehen. Ich weiß nicht, was hier wieder sich geändert hat und werde dann im nächsten Teil berichten, wie man es macht.